Und zwar hören Sie jetzt ein Chanson von Ralf Maria Siegel. Das ist auch der, der für den Song Contest für Deutschland einige sehr erfolgreiche Nummern geschrieben hat. Wahrscheinlich wäre das sogar ein Hit geworden. Allerdings haben wir erst vor kurzem davon erfahren. Und Sie hören jetzt die Zigeuner-Parodie. Halt es kaum für möglich, dass es das gibt.